Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Heute löten wir mal wieder. Ich hatte ja letztens ein paar Game Boy Advance-Spiele und da war das King Kong-Spiel mit bei. Und das King Kong-Spiel hat eine Batterie und die ist leer, es speichert nicht mehr. Deswegen dachte ich mir, ich löte hier wieder eine neue rein. Und ich habe mich sogar ein bisschen vorbereitet. Ich habe jetzt so ein Feinmechaniker LED Lupenset. Gab es mal für 10 Euro bei Lidl und oder irgendwie sowas. Und jetzt kann ich besser löten und ja, mein letztes Video war so ein bisschen... Ich konnte noch nicht schneiden und so. Also es war nicht gut. Es war aber lustig. Jedenfalls habe ich das Ding ja aufgeschraubt und dann habe ich überlegt, wo ist eigentlich noch eine Batterie drin? Wo lohnt es sich noch? Und es war überraschend, wie oft tatsächlich noch eine Batterie drin ist. Weil ich bin davon ausgegangen, dass beim Game Boy Color und beim normalen Game Boy eine Batterie Standard war, aber nicht mehr beim Game Boy Advance. Also, ich hoffe, du kannst hier mal ein bisschen aufmachen. Hab alles vorsichtshalber schon mal aufgeschraubt. Jede Menge Schrauben liegen hier. Hier ist quasi eine Batterie drin und über die Batterie speichert das Spiel. Ist die leer, speichert das Spiel nicht mehr. Game Boy Color Zeit, Game Boy Basic Zeit, Standard. Aber das gibt es auch beim Game Boy Advance. Also beim Game Boy Advance gibt es quasi Spiele ohne Speicher. Die sind doof. Wir haben ein Passwortsystem. Da gibt es tatsächlich sehr viele Unterschiede. Es gibt Spiele, die haben so ein Riesenpasswort und es gibt Spiele, die haben ein ganz kleines Passwort. Mir sind natürlich die mit dem kleinen Passwort lieber. Zu Zeiten von Handys kann man es natürlich einfach abfotografieren und dann passt das. Aber zu Zeiten von Stift und Papier war das schon ganz schön nervig. Es gibt noch die Version EEPROM-Spiele und die Flash-Memory-Spiele. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen denen. Also Flash-Memory soll ein bisschen schneller sein und ein bisschen anders speichern, aber letztendlich, die speichern alle und ist auf Ewigkeit. Aber es gibt auch Unterschiede. Ich habe zum Beispiel Listen gefunden, da steht drin, dass Hamtaro quasi ein Spiel ist, was eine Batterie hat. Meins hier hat schon ein, na so ein kleiner Flash-Speicher. Der speichert. Da wird gespeichert. Der da. Und mein Metroid Fusion Spiel, davon gibt es tatsächlich auch welche, die speichern quasi via Flash Memory, aber das hier speichert auch via Batterie. Das heißt, irgendwann muss ich die hier auch ersetzen. Wir gucken uns noch ein paar EEPROM Spiele an. Quasi, das sieht eigentlich immer gleich aus. Da ist der Chip, EEPROM. Ganz klassisch erkennbar. Da. Mario Kart, Flash Memory. Also zu den Spielen, die mich überrascht haben, dass die eine Batterie haben, zählt F-Zero, Metroid und das King Kong Spiel. Ich habe echt nicht gewusst, dass es wirklich Batterien gibt, die quasi nicht nur für zeitbasierte Events sind, also wo Bären wachsen oder irgendwie Wochentage gezählt werden. Und das hat mich tatsächlich gewundert. Und dann gibt es die beiden hier. Und hier bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das Originale sind, weil, komm, wir gucken mal ein bisschen rein. Irgendwie sehen die so ein bisschen special aus. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Batterie so halb über so ein Chip und hier ist so ein großer Klebeklecks. Ich weiß nicht, so eine Klebeklecks waren für mich immer das Symbol für, die sind fake. Und irgendwie ist es seltsam. Dasselbe bei Rayman. Irgendwie, da ist so eine Batterie so lieblos über so ein Chip geklebt. Ich weiß nicht, oder gelötet. Ich glaube, es ist original. Also, aber ich bin mir nicht so 100% sicher, weil da fehlt irgendwie eine Beschreibung oder irgendwie was. Ja, es ist sehr merkwürdig. Wollt ihr mal reinrassige Fakes sehen? Das ist quasi so ein 135-in-1 Spiel. Das machen wir jetzt auch mal auf. Und da sieht man es schon, hier ist nicht mal eine Batterie drin und es soll angeblich speichern, weiß ich was alles. Aber man sieht auch, hier sieht sehr, sehr merkwürdig aus, weil hier könnte eine Batterie sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie Bock, da einfach eine Batterie reinzulöten, aber irgendwie will das Spiel auch nicht mehr wirklich funktionieren. Ist sehr, sehr seltsam. Dann haben wir noch ein Land bevor unserer Zeit. Und ja, hier geht schon die Schrift ab. Also ist das, ja, es, kommt, seid mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das Original aussieht, oder? Also, nicht wirklich, oder? Also wenn das nicht mal gefaked ist. Ja, also das ist gefaked. Und dann haben wir noch das Ding hier. Das sieht auch ein bisschen wild aus. Da sind quasi Game Boy Color Spiele drauf. Sieht man natürlich nicht, wenn man sich das Ding kauft, weil, ja, was soll ich sagen? Da ist nicht viel drauf, oder? Wenn ich das quasi in ein Game Boy Advance stecke, dann werden nicht die Dinger getriggert oder die Haltebuchsen oder die das System, was den Game Boy Advance sagt, es ist ein Game Boy Color Spiel oder ein Game Boy Advance Spiel. Warte, ich zeige euch das. Ich kriege das bloß nicht zu. Das hier ist ein Game Boy Advance Spiel. Wer hätte das gedacht? Das hat hier quasi einmal so eine Führungsschiene, die quasi den Game Boy Advance sagen, das ist ein Game Boy Advance Spiel. Weil hier hinten ist quasi so eine kleine Feder. Wenn die runtergeht, ist es ein Game Boy Color Spiel oder ein Game Boy Basic Spiel. Und wenn die nicht runtergeht, ist es quasi ein Game Boy Advance Spiel. Und das Ding wurde so designt, dass quasi keine Fugen sind. Das heißt, jetzt wird er erkannt als Game Boy Color. Ich mache den an und man sieht schon, ich habe die Wahl zwischen 4 zu 3 oder was anderes und kann jetzt quasi Game Boy Color Spiele spielen. Yay! Will ich natürlich nicht.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit Everdrives, weil da ist ja auch eine Batterie drin, die kann man auch tauschen und hat dann auch seine Spiele drauf. Mir ist aufgefallen, wenn ich über ein Everdrive spiele, verbrauche ich deutlich mehr Strom. Das heißt, mit einer normalen Batterie, die Lampe ist schon leicht dunkler oder der Game Advance meldet sich, Achtung, mein Akku ist bald leer, dann kann ich mit den Dingern fast gar nicht mehr spielen. Das Spiel startet gar nicht mehr. Ich mache die Game Advance an, pff, direkt aus. Deswegen spiele ich lieber originale Spiele. Die Batterie hält länger, es macht mehr Sinn und der Fokus ist auch irgendwann wieder da. Ein kleiner Tipp zwischendurch, bei den meisten Gameboy sehen andere Leute, was ihr spielt, weil das Spiel kommt oben rein. Das heißt quasi, hier würde jeder sehen, entweder spiele ich Donkey Kong oder Pokémon. Und dasselbe ist quasi beim Game Boy Advance. Wenn ihr hier das rote Modul drin habt, jeder weiß, ihr spielt Pokémon. Wenn ihr aber ein paar Spiele habt und die passenden Schraubenzieher, dann, oder Schraubendreher, wir wollen ja Schrauben drehen, nicht ziehen, dann könnt ihr quasi auch einfach das Modul tauschen. Dann kommt Pokémon bei FIFA rein und FIFA bei Pokémon. Dann schraube ich es wieder zu. Oder ich muss es nicht mal zuschrauben. Ich kann es auch ein bisschen zustecken, dann passt das schon. Steck das hier rein und dann startet Pokémon anstatt FIFA. Pikachu. Und noch so nebenbei, es gibt die Möglichkeit ja quasi Akkus einzubauen oder sowas. Aber ich benutze quasi Akkus, die haben eine USB-C-Schnittstelle. Die gibt es einmal in Zweifach A und in Dreifach A. Und da kommt einmal so ein USB-C-Stecker rein und dann kann ich die quasi via USB laden. Die Kamera war einfach zu nah. Zack, man steckt das hier so rein und dann lädt das. Hier ist sogar eine LED, die mir jetzt anzeigt, ob es voll ist. Da seht ihr das Blinken, die lädt jetzt gerade. Die habe ich jetzt zum Beispiel zu Weihnachten bekommen, die sind von Chibo. Und hier macht es gut, die laufen mit 1,5 Volt. Das ist quasi das, wie auch Batterien laufen. Und das macht sich nicht schlecht, weil die meisten Akkus, die laufen mit 1,2 Volt. Und irgendwie macht sich das besser, weil dann auch wirklich die Diode funktioniert. Weil bei meinen normalen Akkus ist die Diode meistens sehr, sehr dunkel, obwohl der Akku noch eigentlich voll ist. Und manche Sachen gehen bei 1,2 Volt Akkus einfach schneller aus. Keine Ahnung warum. Das ist 1,5 echt gut. Wie halt eine Batterie. Wenn wir es mal zeigen, dann richtig. Das ist jetzt eine Batterie, ganz normal mit 1,5 Volt. Ganz normaler Akku, 1,2 Volt. Anderer Akku, 1,2 Volt mit 2000 mAh. Hier haben wir einen 2500er mit 1,2. Und dazu den Vergleich, das ist der 1,5 Volt mit 2400 mAh. Also ich finde ich gar nicht verkehrt. Ich will natürlich vorher und nachher vergleichen, deswegen muss ich hier so ein bisschen spielen und das Tutorial ist hier so ewig lang, bevor man mal speichern darf. Ja, ja, ja. Und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Yay! So, wir haben es geschafft. Wir gehen auf Save Game. Wir speichern. Ja. Ich habe gespeichert. Verlass das Spiel. Ja. Bin jetzt wieder im Hauptbildschirm. Drücke Start. Und da ist meine Save-Datei. Jetzt mache ich den Gameboy aus. Spielmodul raus. Man kann auch reinpusten. Reinpusten ist immer gut. Und dann machen wir wieder an. Und dann gucke ich, ob mein Spielstand da ist. Es wäre jetzt natürlich schrecklich, wenn der da ist. Tada, er ist weg. Yippie. Okay, das heißt, jetzt kann ich quasi rumlöten. Ich entschuldige mich auch für die Lötspitze. Die sieht nicht so professionell aus wie bei anderen YouTubern. Aber okay. Ich würde sagen, wir legen los. Ich erhitze das Stück hier mal so ein bisschen. Wie wir es probieren. Es dampft schon, das ist nicht schlecht. Und saug jetzt das Lötzchen ab. Wir gehen hier ran. Wir machen es flüssig. Und absaugen. Diesmal gebe ich mir die Mühe und merke mir, wie die Batterie reinkommt. Was ein bisschen problematisch ist, der Hulper. Der wird hier so ein bisschen mit drüber gebogen, das heißt, ich muss die auch biegen. Boah. Oder ich nehme einfach mehr Lötzinn. Das ist eine gute Idee. Oh, wenn das nicht mal professionell aussah. Es endet gleich wieder. Bisschen, ja, ich weiß nicht, einlöten. Oh, dann trocknet noch mal ein bisschen. Ich habe gerade meinen Finger berührt. Ich überlege gerade, ob das so clever ist, dass hier diese Kante ein bisschen überlappt. Aber ich glaube, das sollte gehen. Wow. Der dampft ganz schön. Ich glaube, ich habe den ein bisschen zu heiß eingestellt. Und ich war am nassen Schwamm. Ich liebe das. Oh nein, die ist zu groß. Ich kriege die Klappe nicht zu. Also das Ganze nochmal mit einer kleineren. Yay. Ach, hier sind die Kügelchen gelandet. Ich habe mich schon gewundert, irgendwo ist doch Lötzinn. Naja, es war ja klar. Man bin ich ein Trottel. Auf beide Kontakte kommen wieder ein bisschen Lötzinn. Damit ich auch einen schönen Fixierpunkt habe. Und ja, ignorieren, auf dem Boden liegt auch ein bisschen Lötzinn. Ich weiß nicht, wie das dahin kam. Das war schon vorher da. Ups, das passiert öfters. Und mittlerweile habe ich auch wieder vergessen, wo Plus und Minus ist. Also rate ich. Mist, zu kurz. So, das sieht gut aus. Noch ein bisschen mehr Lötzinn drauf machen. Ich weiß, das wird schief gehen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Boah. Ich mag es, wie es dampft. Nochmal.
Ganz wichtig ist beim Lötkolben immer den Stecker rausziehen. Ich zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit gelötet ohne Strom. Ich habe mich gewundert, warum das nicht warm wird. Ja. Gratis Kugeln. Hey, ich habe Kugeln gemacht. Das ist schon mal das Lötergebnis. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Also, was soll ich euch sagen? Das Spiel wird nicht mehr erkannt. Das heißt, ich habe irgendwas verkehrt gemacht oder ist irgendwas überlötet. Ich guck's mir nochmal an. Ein paar Löttropfen, die hier runtergefallen sind, die habe ich jetzt entfernt und habe das Spiel getestet, mal mit umgedrehter Batterie. Das funktioniert nicht. Jetzt teste ich es nochmal mit richtig rum der Batterie. Weil ich dachte mir, vielleicht liegt es ja da dran. Und ja, ich habe eine hübsche Halterung und ich mache das jetzt so. Es ist jetzt einfach, jetzt reicht es mir. So ganz, ganz pragmatisch, direkt in der Packung. Trocknen lassen. Einmal am Lötkolben rankommen und rüberbiegen. So. Na, komm da ran. Ein bisschen reicht schon. Und nochmal dampfen. Also das Gute ist schon mal, ich habe ein Nintendo-Logo. Das ist immer gut. So, ich kann wieder speichern. Ja. Das Spiel verlassen. Ja. Ich drücke mal auf Start und hier wäre er. Gameboy aus, Spielmodul raus, Spielmodul rein, anmachen und hoffen. Oh, bitte lass es funktionieren. Ja, jetzt nein, der Speicherstand. Okay, es funktioniert wieder. Boah, das war jetzt wirklich für mich eine 30-50 Chance. Hört nicht auf, was ich sage. 50-50 oder 70-30. Ich dachte, es klappt nicht. Ich dachte, ich bin zu... mein Gott. Ich stand jetzt richtig unter Anspannung. Aber es funktioniert. Ich kann jetzt Donkey Kong... wie heißt es? King Kong. Ich kann jetzt King Kong spielen. Weil ich hab's mir aufgeschrieben. King Kong. Ich kann jetzt King Kong spielen und speichern. Will ich das? Ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert wieder. Selbst wenn ich verschenke oder verkaufe, weiß ich, derjenige kann speichern. Es passt hier irgendwie her, deswegen will ich es nochmal erwähnen. Das ist der Game Boy Advance SP, einmal AGS-101 und einmal AGS-001. Das ist das ältere Modell. Wenn man beide anmacht, dann sieht man es schon, der ist ein bisschen heller und ich kann ihn sogar noch heller schalten. Weil hier hat man die Wahl zwischen hell und noch heller und hier hat man die Wahl zwischen Bildschirm an und aus, also die Beleuchtung. Das sind jetzt beide quasi auf die höchste Helligkeit. Den einen können wir ausmachen und den einen können wir ein bisschen niedriger schalten. Warum erwähne ich das? Weil alle wollen den AGS-101 haben. Ich persönlich spiele lieber auf das ältere Modell, weil es strengt die Augen tatsächlich nicht so an. Und wenn die Sonne richtig ballert, gerade am Strand oder irgendwie sowas, Bildschirm ausmachen kann man immer noch besser spielen als mit denen hier. Also das Ding ist quasi der Allrounder. Der ist super bei knallender Sonne und wenn es richtig dunkel ist. Da ist der wirklich besser. Wenn man jetzt ein Video aufnimmt und was zeigen will oder wenn man wirklich die direkt vergleicht, der wirkt immer geiler, aber spielt sich nicht so toll. Der 001er ist wirklich super. Das ist das Schöne, dass den auch keiner will. Der ist immer billiger. Also viel billiger als der 101er. Ich wollte es nur erwähnt haben. Oh. Ich weiß, das ist kein richtiger Schwamm dafür, aber ich hatte nichts anderes. Yay. Dampf. Aber mal ehrlich, der Unterschied war kaum zu sehen, oder? Die sehen doch beide genau gleich aus. Mann, bin ich ein Trottel. Dann lasst euch nicht ärgern und rettet eure Gameboy-Spiele. Und stellt euch nicht so dämlich an wie ich. Bleibt immer happy. Ich muss noch mal was einwerfen. Ich habe ja dieses lustige Pokémon Quarz Version 135 in 1 Spiele. Ja. Und ich habe jetzt da einfach eine Batterie eingelötet. Das Ding war sowieso schon ziemlich chaotisch und tatsächlich habe ich mal probiert, irgendwie funktioniert es ja nicht mehr, indem ich dann quasi hier einen Lötpunkt reingesetzt habe, habe ich quasi scheinbar irgendwas überbrückt. Also der ist scheinbar erkaltet oder irgendwie hat der nicht mehr funktioniert. Weil ich glaube, die haben ein Modul genommen, was nicht dafür gedacht war. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls muss man hier einen Klecks drauf machen, dann überbrückt man das Ganze. Hab dann das probiert und es speichert nicht. Also so wie vorher auch, als es noch funktioniert hat. Jetzt habe ich die Batterie da eingelötet und es funktioniert wieder. Also es speichert. Warum? Es ist so dumm. Also im Prinzip funktioniert das dann quasi wie die Game Boy Color und Game Boy Normalspiele, die dann quasi via Batterie speichern. Also nicht via EEPROM oder Flash, was total dumm ist. Ich starte das Spiel und dann steht dann quasi da, the Save-File ist okay. Und ich denke mir, ja, das funktioniert. Ich kann jetzt bei dem Fake-Pokémon-Spiel quasi speichern. Das Lustige ist auch, es ist quasi ein Game Advance-Spiel drauf und ganz viele andere Spiele. Nämlich zum Beispiel Pokémon Feuerrot. Ich habe den falschen Gameboy. Was dann so aussieht. Yay, das ist Pokémon Feuerrot. So wie man es kennt. Also ich kenne das nur so. Also im Prinzip ist hier Pokémon Quarz-Version drauf, also ist quasi eine Smaragd-Version, die so ein bisschen gemoddet ist oder gemockt oder wie auch man es mal nennen will. Und jede Menge andere, quasi NES-Spiele. Yay.
Das habe ich in meiner Kindheit richtig gespielt. Baseball. Aber würde ich euch so ein Fake-Spiel empfehlen? Also nur wenn ihr löten könnt und eine Batterie übrig habt. Dann müsst ihr bloß eine Batterie einlöten. Oh, die Räusche. Das ist nicht wirklich original. Okay, so viel dazu. Ich wollte bloß sagen, man kann tatsächlich bei so einem Fake-Spiel eine Batterie einlöten und das funktioniert eventuell. Ich würde. Mach das nicht. Mach das nicht. Das war bloß ein Dummheitstest. Mich hat selber gewundert, dass es funktioniert. Es ist ein Ding. Bleibt immer happy.